Ja, hallo Leute, hier wieder euer Toso mit Let's Play Space Marine und wir sind das letzte Mal voll abgekackt, gleich zwei oder dreimal und ja, war recht heftig. Wir haben die Orks verkloppt dann zum Schluss doch noch und müssen noch immer zum Inquisitor. Also, Kapitel 5 der Inquisitor, wir starten da weiter durch. Das ist schon wieder so ein großer Raum, vor dem ich wieder mal Angst habe. Ah, eins hat erledigt, reichen Sie das Titanen? Endlich. Ein Ort, der nicht beschmutzt ist. Bis jetzt. Die Orks drehen nicht mal um, wenn wir das Geschütz auf sie fallen lassen. Wohl wahr. Wir müssen den Inquisitor und Titan Invictus finden. Ja, okay. Also müssen wir da rüber. Und sieht ja alles recht interessant aus da. Dann laufen wir mal zu. Zuerst schauen wir mal. Wir sind ja voll... Oh, wir haben fast keinen Mund mehr. Das kann nicht sein, oder? Weder Granaten noch sonst was. Seht ihr irgendwo Mund? Ereignisse hinter diesen Mauern sorgen uns nicht. Arbeiten, konzentrieren, Quote erreichen. Erhöhte Produktivität bringt die Gunst des Maschinengottes. Nun gut. Ja. Der Maschinengott. Ja. Okay. Es ist wirklich oft heftig mit diesen Orks, wenn die in Wellen kommen, dann beschießen die uns auch noch, während andere auf uns reinkloppen. Gott sei Dank waren beim letzten Mal diese Sprengheinzis, diese Quicks nicht in der Luft. Also da schreit immer einer. Titan Invictus scheint unbeschädigt zu sein. Unbenutzt. Da ist er. Reicht diese Invasion nicht für den Einsatz der Titanen? Hunderte sind nötig, um einen Titanen zu bemannen, Sergeant. Ohne sie macht er nichts. Ja, der kommt schon gut, ja? Okidoki, aha. Aber wir müssen zuerst Mond suchen, ja? Das wird uns nicht erspart bleiben und da leuchtet ja schon überhaupt nichts. Wir schauen da mal runter. Das kann ja nicht schaden. Ein Titan, Leute. Ja. Gebt euch das Ding. Ja, das kommt echt cool. Ah, da vorne leuchtet's. Und das werden wir wahrscheinlich auch gleich brauchen. Okay. Gut, also wenn der Inhalt gespeichert wird, heißt das, wir treffen da jetzt wieder auf Jungs. Captain, das ist eine Augurenstation. Ich kann nach Lebenszeichen des Inquisitors scannen. Zugriff autorisiert. Augurenstation. Ein einzelner Mensch. Identität bestätigt. Drogan, Ordo Xenos. In diesem Flügel des Manufakturums. Alien-Signale aus der gesamten Einrichtung. Und eine große Anzahl ist auf dem Weg zum Inquisitor. Na, war ja klar. Kann ja nicht anders sein. Wir müssen da jetzt wieder runter. Hurra, ja. Und den Inquisitor retten. Naja. Sektion 449 ist zu 100% unterbesetzt. Bitte korrigieren. Was heißt unterbesetzt, Leute? Da ist überhaupt kein Schwein daheim. Ja. Ich hab so viel Schiss, Leute. Verlassen Sie nicht Ihren Arbeitsplatz. Alles ist unter Kontrolle. Es ist natürlich immer alles unter Kontrolle, ja, ja. Da ist Mon. Da hinten ist ein Servoschädel, ja. Den holen wir uns gleich. Granaten. Ah, meine Lieblinge. Gut, die brauchen wir. Und da ist ein Servoschädel. Jawohl. Die Orks haben die Westbezirke erreicht. Das ist nah, Kaleb. Nicht, wenn alle planetaren Verteidigungen und die Skitari zwischen uns und ihnen stehen. Erst glaubst du nicht an eine Invasion und jetzt bist du überhaupt nicht besorgt. Lilith, durch einen Arbeitsunfall zu sterben ist wahrscheinlicher als durch einen Ork. Arbeiter, an ihre Plätze. Seien sie produktiv und fleißig.
Okay, wir sind dann produktiv und fleißig und hirschen da gleich mal los. Da ist was Grünes und das aktivieren wir doch auch gleich. Aha, okay. Gut, auf geht's. Na, aber hallo. Na, war es das? Ja. Okay. Ich muss noch mal da hinten nachschauen. Da ist nichts. Ich komme mir mit so wenig Mund so nackt vor. Leandros, können Sie damit unsere anderen Kräfte kontaktieren? Nicht direkt, aber ich kann damit die Funkweite erhöhen. Tun Sie's. Okay, Leandros. Zugriff autorisiert. Du was? Ultramarines Orden. Jetzt bin ich gespannt, was er da macht. Hier, Captain. Ultramarines, hier ist Captain Titus. Hören Sie mich? Captain, hier ist Sergeant Midas. Trupp Solinus ist auf dem Boden, unterwegs zu unserem Ziel. Neue Befehle, Midas. Wir sind bei Manufaktorum Ajakis und haben den Titan Invictus gefunden. Solinus soll Invictus sichern, während ich zu Prioritätsalarm wechsle. Unterwegs, Captain. Midas Ende. Okay. Ich check die ganzen Namen jetzt schon langsam nicht mehr. Mir ist es da wieder mal viel zu ruhig, ja klar, und dann habe ich das auch schon gleich einmal verschrien. Und wird sicher gleich wieder losgehen. Ja, Mund da vorn. Aha. Komm schnell. Da ist noch eine Steuerkonsole. Na, ruckzuck. Okay. Und Speicherpunkt. Leute. Einen Zug noch schnell. Und ich denke, schauen wir mal da. Was ist denn das? Ah, da wird ja noch fleißig gearbeitet, obgleich überhaupt keine Arbeiter hier sind. Maschine. In den Rohren. In den Rohren kommt gut. Bewegung! Da sind sie! Oh, es beginnt schon wieder. Oh oh. Kommt her. Ja, wo? Ja, wir müssen darüber. Okay. Da ist nichts mehr. Okay, wir müssen darüber. Hier ja, rasch aber auch noch. Komm. Da oben. Noch einmal kurz geschaut. Ja, und da ist er. Übertragung an Großinquisitor Sharp.
Mein Lord, die Forschungseinrichtung ist dank der Tech-Priester vorzeitig einsatzbereit. Ich habe bereits damit begonnen, eine stabile Energiematrix zu erzeugen. Die Nutzung dieser unorthodoxen Energien scheint vielversprechender zu sein, als ich mir erträumt hätte. Okay. Nun gut. Also bevor wir durch diese Tür gehen, machen wir natürlich einen kleinen Schnitt. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder, wenn es dann heißt, wieder Orks verhauen. Euer Toso. Wünsche euch noch einen schönen Abend. Ciao.